Jo Leute, weiter geht's mit dem Ausbau beim T5. Jetzt ist es noch ungefähr eine Stunde hell, deswegen will ich die Zeit nutzen und schon mal ein paar Sachen ausbauen. Und zwar hinten den Schrank unterm Fenster, den kleinen flachen. Vielleicht kriege ich den auch in einem Stück raus, ohne groß was kaputt zu machen. Und zwar um den hier geht's. Ich will keine Zeit verlieren, ich fange an, ich baue so viel aus, wie ich heute schaffe und los geht's. Für mich ist ein neuer Tag, es ist richtiges Sauwetter, es regnet. Aber es hilft alles nichts. Ich habe den Heißluftföhn, versuche jetzt die Winkel an der Seite noch abzumachen. Und wenn ich damit durch bin, ich denke mal, das sollte relativ gut gehen, kommt die Bodenplatte ran. Alter, was ein Scheiß. Es gibt aber trotzdem erfreuliche Neuigkeiten. Der Boden ist raus. Ihr seht hier noch die restlichen Klebereste. Die muss ich jetzt auf jeden Fall noch rausbekommen. Das ist aber, denke ich mal, relativ gut und schnell erledigt. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, das Zeug ist die Hölle. Erstmal schöne Grüße an den Nachbarn. Ich hoffe, der verzeiht mir das ganze Rumgefluche und Rumgebrülle. Ich habe es auch nicht gefilmt, weil ich wirklich, ich war am Ende. Ich hatte keine Lust mehr. Ich musste mir Werkzeug selber bauen. Ich habe fast 3 Rollen von dem Schneiddraht verbraucht. Da sind mindestens 22 Meter je Rolle drauf. Wie gesagt,
Katastrophe. Ich kann euch ja mal ganz kurz hier zeigen, warum das so ein großes Problem war. Natürlich muss der Kleber auch eine Menge aushalten, wenn hier zwei Personen auf dem Stuhl sitzen und ich bremse das Fahrzeug ab, sollten die natürlich auch auf diesem Stuhl sitzen bleiben und nicht unfreiwillig das Fahrzeug verlassen. Auf jeden Fall kann man mit so einem Schneiddraht hier logischerweise eine ganz normale Frontscheibe oder auch Seitenscheiben aus dem Fahrzeug raustrennen, dafür ist er ja gemacht. Aber so eine Klebenaht von so einer Scheibe hat ungefähr die Stärke hier, also nicht mal die Stärke. Das lässt sich natürlich relativ einfach raustrennen. Ihr seht ja selber, was wir hier für Abstände haben und wie dick der Kleber hier aufgetragen ist. Da schafft man natürlich nur gerade so, diese Teile hier immer einzeln zu schneiden. Aber um hier unter dieser Platte durchzukommen mit diesem Draht, habe ich mir diese Metallstange hier genommen und bin hier immer unter dieser Platte zwischen diesem Kleber durch. Ihr seht aber jetzt selber, hier bin ich das erste Mal gegengestoßen. War aber jetzt nicht ein großes Problem, da habe ich halt mit Gewalt bin ich dann durch diesen Kleber durch. Ihr seht selber, hier ist die nächste Stelle, wo man nicht weiterkommt. Wenn man hier drin vorbei war, kam hier der nächste Kleber, wo man durch musste. Und dann am Ende war hier nochmal einmal ringsrum diese Aluplatte verklebt. Also, irgendwann waren wir durch. Kommt hier der Draht rein, konnte den durchziehen, wieder zurück bis an Anfang. Zwischen diesen Erhöhungen hier hinten war dann auch mal ein bisschen größerer Platz. Hier konnte ich dann den Draht relativ einfach durchfädeln. So, dann schneidet man hier diesen Bereich durch. Dabei ist der Draht im Durchschnitt ja so 2 bis 3 Mal gerissen. Also diese ganze Prozedur, hier diesen Draht wieder durchzufummeln, alle 2 bis 3 Mal pro Reihe. Ihr seht selber, wie viele das sind. Auf jeden Fall bin ich absolut froh, dass das Ganze jetzt vorbei ist. Jetzt ist bloß noch der einfache Kleber. Der geht aber relativ gut ab, glaube ich. So, ich bin mal wieder umgezogen, hier ins Trockene und Warme. Die letzten 2 Tage hieß Schleifen im Handbetrieb. Der ganze Boden ist jetzt fertig geschliffen. Der wird auch heute neue Farbe bekommen. Ich habe den gesamten Kleber runtergeschliffen, fast den gesamten Primer, der vorne im vorderen Bereich aufgetragen war, um eine vernünftige Basis nachher wieder zu haben. Jetzt werde ich mir noch ein bisschen mehr Licht machen, dann kommen die Wandverkleidungen ab. Ich bin auch schon gespannt, was mich dahinter erwarten wird.
Junge, 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 jetzt bin ich aber fertig, Alter. Der Boden ist auch fertig. Es ist wieder 22 Uhr, Zeit nach Hause zu fahren. Meine Knie tun weh. Wie gesagt, ich bin ja jetzt erst eigentlich bei Stand 0, jetzt kann es eigentlich erst so richtig losgehen. Aber musste halt gemacht werden. Als nächstes geht es hier außen am Seitenteil weiter. Was genau, kann sich vielleicht schon der ein oder andere denken. Ich mache für heute Feierabend. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.